Samsungs Galaxy Note 4 oder auch das Nexus 6, beides tolle Phablets, die aber relativ viel Geld kosten. Günstiger ist da das Xiaomi Mi Note, das es für unter 500 Euro als Grauimport gibt und ein sehr, sehr schönes Phablet ist. Und das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Ami hier von Curved, und wer uns regelmäßig im letzten Jahr auch geschaut hat, weiß, der Schuh und ich, wir sind große Fans der Geräte von Xiaomi, die ich immer falsch ausspreche. Schuh schlägt wieder die Hände über dem Kopf zusammen. Auf Deutsch heißt das übrigens Hirse, wurde mir neulich mal erklärt. Also Xiaomi, wie auch immer sie da genau ausgesprochen werden, baut tolle Smartphones, die ein bisschen darunter leiden, dass sie immer so diesen Ruf haben, sie wären Apple-Kopien irgendwie, iPhone-Kopien, die aber für sich sehr, sehr schön, sehr potent, sehr leistungsstark und vor allem deutlich günstiger als die etablierten Geräte sind. So, und jetzt ist neu hier das Mi Note. Davon gibt es auch noch eine Pro-Variante, die ist aber noch nicht erhältlich. Wir haben jetzt mal quasi die kleinere Version, also kleiner nur in Sachen Hardware, die sind gleich groß beide, erhalten. Und ich habe da jetzt mal ein bisschen mit rumgespielt und kann euch ein paar Sachen dazu sagen, die mir sehr positiv aufgefallen sind. Fangen wir mal mit dem Äußeren an. Wenn wir von der Rückseite drauf schauen, erinnert uns das Ganze ein bisschen, kurioserweise, an Samsungs Galaxy S6, allerdings ohne Display. Also die Rückseite, ihr seht das hier, wenn ich so halte, ist rechts und links gebogen, ist mit Gorilla Glass 3 abgedeckt. Das heißt, Xiaomi hat das nicht hinbekommen, wie Samsung das Display zu biegen, aber zumindest haben sie das Glas gebogen. Und es ist wirklich so, also wenn man von hier drauf schaut, auch von der Seite, es sieht halt aus, als ob das Galaxy S6 umgedreht worden wäre, diese leichte Kante hier. Das aber nur so eine Kleinigkeit, das ist natürlich rein ein Designmerkmal, also spielt jetzt in der Benutzung keine Rolle, außer dass es vielleicht ein bisschen angenehmer in der Hand liegt. Ansonsten wird das Ganze hier von einem sehr schönen Alu-Rahmen eingefasst. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich habe im letzten Jahr mal das Mi 4 getestet und das hatte auch einen Alu-Rahmen. Allerdings hatte das, glaube ich, noch nicht diese abgeschliffenen Kanten hier, die jetzt auch kein neues Designmerkmal sind. Das hat HTC schon längst gemacht, das hat auch Apple schon längst gemacht, die dem Gerät hier aber grundsätzlich sehr gut stehen. Es ist sehr leicht. Es wiegt nur 161 Gramm. Das Galaxy Note 4 zum Vergleich wiegt 176 Gramm, also 15 Gramm mehr. Ist jetzt eine Scheibe Wurst im Gewicht, aber trotzdem ganz, ganz ordentlich und dadurch halt relativ leichtes Gerät und sehr, sehr dünn. 7 mm nur, damit sogar dünner als das iPhone 6 Plus und dünner als das Galaxy Note 4 allemal. Das ist ja 8,5 mm, wenn ich jetzt nicht irre. Dafür ist es ein bisschen länger. 155 mm in der Länge, also 15,5 cm. Und in der Breite haben wir hier 77,6 mm. Geht aber. Ist also jetzt wenn man Phablets gewohnt ist, kein übermäßig großes Gerät. So, dann haben wir ein 5,7 Zoll Display beim normalen Mi Note halt nur mit 1080p Auflösung. Das Note Pro löst dann mit WQHD auf. Hier haben wir einfach nur 1080p. Reicht aber, wenn ich drauf schaue, völlig aus. Also diese Diskussion ist ja ewig alt. Braucht man WQHD überhaupt in einem Smartphone oder in einem Phablet? Ich habe ja zuletzt auf dem MWC beim Galaxy S6 und beim S6 Edge schon gesehen. Da ist es halt richtig geil. Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich an der Schärfe liegt, an dieser hohen Auflösung, die die beiden Geräte bringen, oder daran, dass Samsung einfach sehr, sehr tolle Displays verbaut hat. So auf jeden Fall, die 1080p gehen hier in Ordnung, auch bei 5,7 Zoll. Darunter werkelt Android 4.4 KitKat noch und darüber liegt Xiaomis MIUI. In der speziellen Version, die wir haben, die ist von Trading Shenzhen. Das ist einer dieser Händler, die eben diese Xiaomi-Geräte, die ja offiziell gar nicht in Deutschland, Europa oder überhaupt in der westlichen Welt vertrieben werden, importiert. Das ist legal, das nennt sich zwar Grauimport, das ist aber völlig in Ordnung soweit. Und die packen dann gleich schon eine deutsche ROM, Decurio-ROM nennt sich das, drauf. Die ist dann übersetzt komplett. Da sind ein paar Relikte in Chinesisch noch oder Mandarin drin. Im Endeffekt ist das so aber benutzbar. Und vor allem der Riesenvorteil ist, der Play Store ist auch mit drauf. Wenn ihr ein richtig rein chinesisches Gerät bekommt, müsst ihr das erst flashen, damit ihr da Play Store bekommt, weil Google diese Software, dieses MIUI, eigentlich offiziell unterstützt und da eben in China kein Play Store drauf ist. Das ist bei der Version hier von Trading Shenzhen schon mit drauf. Ist natürlich sehr praktisch. Darunter werkelt ein Snapdragon 801 Prozessor. Das war so Mitte letzten Jahres. Mal High-End, ist aber immer noch völlig ausreichend von der Leistung. Ich kann euch ja mal kurz hier den AnTuTu aufmachen. Wir haben das natürlich mal gebenchmarkt und dann kommen wir auf sehr ordentliche, wo habe ich es denn? Info-Ranking. Kann ich da drauf gehen? Ich glaube, die History muss ich hier mal aufmachen. So, dann kommen wir auf sehr ordentliche 47.000. Das sind natürlich Werte, die jetzt mit der neuen Gerätegeneration, die gerade auf dem MWC vorgestellt wurde, so ein bisschen in Schatten gestellt werden. Aber unter uns 47.000 reicht völlig aus, um die meisten Games zu spielen und für Anwendungen und sowas sowieso. Das also völlig in Ordnung, zumal dem Snapdragon 801 naturgemäß auch noch 3 GB RAM beiseite stehen. Apropos Speicher, es gibt das Mi Note in einer Version mit 16 GB. Das scheint mir ein bisschen wenig. Es gibt aber auch eine 64 GB Version, 32 lässt Xiaomi komplett aus. Es gibt leider auch keinen Micro-SD-Kartenslot. Das hier an der Seite ist ein SIM-Kartenslot, Dual-SIM-Kartenslot, da komme ich gleich noch zu.
Das heißt, wenn ihr mit der Anschaffung dieses Gerätes spielt, kauft euch gleich die größere Variante. 64 GB sind es auf jeden Fall wert. Und der Preis, zum Beispiel über Trading Shenzhen, ist nicht viel höher. Die 16 GB-Version kostet 430 Euro. Die 64 GB-Version kostet dann nur 465 Euro. Also die paar Euro mehr kann man dann definitiv für das, ja, vierfache Anspeicher definitiv ausgeben. Dann haben wir noch einen 3000 mAh Akku. Das ist ein bisschen weniger als im Note 4. Das hat ja 3220, sollte aber auch ausreichen. Die Auflösung ist ja dafür auch viel geringer als beim Note 4. Und das hat uns ganz gut gefallen, den ersten Test, hier hinten eine 13-Megapixel-Kamera, mit der sich dieses gerade sehr moderne, tiefen, nachträgliche Schärfeverstellen gedöns, ich weiß nicht, wie es richtig heißt, machen lässt. Und wir haben das mal ausprobiert. Ich mache euch da jetzt gleich mal ein paar Schnittbilder rein, dann schauen wir uns das mal an. Das funktioniert tatsächlich relativ gut und bringt im Ergebnis nicht diese teilweise üblen Kanten, die so Photoshop-mäßig aussehen, die bei anderen Geräten auftauchen. Also ausgezeichnet, das kriegt das Mi Note mit nur einer Kamera hin. Also zum Beispiel das Honor 6 Plus benutzt ja dafür so zwei Kameras. Effekt ist auch gut, aber hier gefällt es mir noch ein bisschen besser und das eben nur mit einer Kamera. Also, im Großen und Ganzen ein sehr, sehr feines Gerät. Achso, zur SIM wollte ich euch noch was sagen. Es ist Dual-SIM-fähig, das heißt, man kann eine Micro- und eine Nano-SIM einlegen. Problem in Deutschland, oft mit den chinesischen Geräten, es werden nur die LTE-Bänder 1 und 3, glaube ich, unterstützt. Das heißt, in Deutschland funktioniert 4G, sprich LTE, nur im Netz der Telekom, weil die anderen Provider in Deutschland auf andere LTE-Bänder setzen. Das müsst ihr bedenken, wenn ihr jetzt nicht gerade bei der Telekom seid und unbedingt 4G nutzen wollt, funktioniert mit dem Gerät so erstmal nicht. Das als Hinweis. Wir haben hier 4G drauf, das liegt aber daran, dass da gerade eine besondere Karte drin ist. Ja, also das Mi Note gefällt mir erstmal ausgezeichnet. Gute Alternative, günstige Alternative zu den etablierten Fablets oder sagen wir mal mehr zu den Fablets der etablierten Hersteller, die in Europa so am Start sind. Der Schuh wird das Gerät in den nächsten Tagen ausführlich für euch testen und euch dann auch ein finales Fazit dazu geben. Und ich sag mal, ich denke, das wird positiv ausfallen. Ich bin Armin von Curve. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es, teilt es mit euren Freunden, abonniert unseren Kanal, da gibt es noch viel mehr Hands-ons und Smartphone-Test-Fazits und natürlich auch die ganzen neuen Geräte vom MWC in Barcelona, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.